Und ich denke, wir brauchen dafür Skulltees. Also gehen wir jetzt in Dodongos Höhle rein. Kampf gegen Hühner. Wüste. Also es wäre jetzt so meine Idee, dass wir vielleicht über die Skulltees den Longshot oder das Auge der Wahrheit bekommen. Ich wäre für den Schattentempel. Aber in den Schattentempel kommen... Für jede geschenkte Mitgliedschaft darfst du das Schwert für eine Stunde nicht benutzen. Okay, dann nie wieder. Musst du das Auge der Wahrheit suchen. Warst du eigentlich schon im Brunnen? Im Brunnen war ich schon, ja. Oh Gott, wie war denn das hier? Warum habe ich denn jetzt rote Haare? Geht's gar nicht um besiegen und gut ist. Okay. Ich habe gerade einen Groll gegen DHL. Die haben mein Paket mit Mapset von Princess Peach Showtime in einer Packungsstation gepackt, wo ich nicht drauf zugreifen kann, trotz Benachrichtigung. Ah, das ist scheiße. Das heißt, da ist irgendwas falsch gelaufen. Wahrscheinlich irgendwas verwechselt. Alter, was denn hier los? Okay. Hier? Hier waren wir schon drinne. Ja, wir suchen jetzt aktuell halt einfach noch ein paar Skulltees, ne? Das ist jetzt unser Ziel. In der Hoffnung, dass wir irgendwo noch drei finden. Die Haare sind pink, ist nur das Licht. Ah, okay. Schattentempel dann. Aber kommen wir in den Schattentempel? Das ist halt die Frage. Nein! Ah. So, tschüss. So. Ich nehme den Telefonjoker. Pirater-Spezial. Was ist da drauf? Pirater-Spezialer. Gerne mal erörtern, TJ. Ich erinnere mich an diese Räume. Die waren auch so eklig hier. Aber mittlerweile sind wir halt groß und stark. Nein! Oh, ich dachte schon. Da ist noch eine Kiste. Pass auf, hinter dir. Ein rosa Elefant. So. Ich darf halt nicht anvisieren, das ist gerade eklig. Können wir bitte aufhören, über Pizza zu reden? Warum? Also, bei mir gibt's Nara noch Philly Steak. Also wir braten dann Nara schön Rinderfleisch an, so richtig schön dünnen Scheiben geschnitten, auf dem Baguette drauf und Jalapenos und Käse drüber überbacken. Oh, Zwiebeln, geil. Das wird gut. Das wird gut. So, jo. Skulltees halt, ne? Wo kriegen wir denn jetzt noch Skulltees her, Leute? Irgendwo hier... Irgendwo hier muss es noch welche geben. Was ist denn eigentlich mit dem hier? Hat der noch was für uns? Hört sich gut an, das Schaf würde ich weglassen. Ja, das ist, Geschmackssache. Kann man ja machen, wie man möchte. Deku-Schild. Haben wir eigentlich ein Deku-Schild? Ich weiß gar nicht. Stimmt, Sheik sollte in Kakariko warten. Mal. Ach, stimmt. Ja, können wir eigentlich mal machen, ne? Geh nach Kakariko, dann triggert das mit Sheik. Dann kriegen wir das Glied und können zum Schattentempel. Können wir mal versuchen, ja. Haiku. So. Aber. Als extrem innigen Wunsch habe ich immer noch. Wow, Spoiler? Warum Spoiler? Kennst du das Game nicht, Yuri? Das tut mir sehr leid, falls ich dich jetzt gespoilert habe. So.
Du musst aber von Kakariko außen reinkommen, sonst, ja, sonst triggert das wahrscheinlich nicht, ne? Okay, also hier war jetzt überall nichts. Ich weiß aber, wo wir als Erwachsene halt unbedingt hin müssen. Nee, wegen Ariana. Wegen Ariana? Warte mal. Ach so. Ups. Skuldies, wo seid ihr denn? Hier müssten noch welche sein, oder? Ich glaube, hier haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, irgendwo eine Skuldie zu bekommen. Vielleicht irre ich mich aber auch. Haben wir den Dungeon schon fertig vielleicht? Warte mal. Ich gucke erst mal kurz rein. Ne, hier gibt es noch Skuldies. Irgendwo gibt es Skuldies noch. Hier gibt es auch noch eine Schatzkiste. Guck mal. Ja. Danke dafür. Ich höre eine Skuldie. Ich höre eine Skuldie. Wo ist sie denn? Da oben. A1 BOTW Randomizer. Wahrscheinlich nie. Wahrscheinlich nie. So. Du würdest Augen machen, wenn ich vor deiner Tür stehe und deine Pizza mom. Hallo? Meine Güte. Nee, nee, nee. Breath of the Wild gibt's nicht. Majora's Mask gibt's bald. Gibt's aber immer noch Skuldies. Mann. Gab's hier drinnen noch eine? Alter. Nee, er liegt aber einfach daran, dass ich Breath of the Wild nicht so sehr mag. Will eigentlich noch mal jemand drehen? Das Anvisieren ist halt so was Leichtes, weißt du? Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Falls da mal einer Bock hat zu drehen. Damit ich mal wieder was anderes, ne? Und so. Komm ich da hoch? Oben ist, glaube ich, auch nichts los. Irgendwo haben wir doch noch Schatzkisten. Da. Zweite Etage gibt es noch eine Schatzkiste, die habe ich noch nicht. Weißt du schon, wann du den Ocarina of Time Majora's Mask Crossover spielen wirst? Also ich denke, ich werde wahrscheinlich direkt den Crossover spielen, oder? Haben wir hier noch Skulltees? Gibt es hier eine Skulltee? Überall keine Skulltee. Kann ich verstehen, bin auch kein so großer Fan von Breath of the Wild. Story ist gut, aber ich bin... Ja, es ist halt... mir gefällt halt... Die alten Games gefallen mir halt besser. Ist halt einfach so. Ansonsten, ja, ist ein nettes Spiel und so, aber naja. Da im Raum war eine. In dem Raum war eine? Ach so, aber die Frage ist halt, ob in dem Heck halt auch in dem Raum eine ist. Das müssen wir mal eben herausfinden. Kannst auf YouTube nachschauen, läuft's immer flüssig. Ich weiß nicht, warum das heute bei einigen nicht so flüssig läuft. Also, laut meiner Übertragung sollte das eigentlich passen überall. Ich habe jetzt keine Deku-Sticks mehr, ne? Ich könnte zwar den Feuerentferner nutzen. Aber ich glaube, dass... Okay, warte, ich könnte auch Feuerpfeile benutzen. Ist halt relativ ineffektiv, sag ich mal. So, wo haben wir denn überall Fackeln? Haben wir nur zwei? Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist noch einer. Wo ist denn? Fackel nie, Fackel da. Also, ich werde wahrscheinlich den Randomizer... nach dem Twilight Princess Randomizer vielleicht starten. Als nächstes Projekt, den Majora's Mask und Ocarina of Time Crossover Randomizer. Ich denke mal, damit seid ihr zufrieden, oder? Ja, okay, hier haben wir auf jeden Fall nur Scooty. Sehr schön.
Ich bin gespannt. Ich habe den noch gar nicht gespielt, den Crossover Randomizer. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall. So. 99. Schön. Läuft doch ganz gut. Haben wir alle. Hier fehlt immer noch einer. Habt ihr noch Ideen, wo was sein könnte? Hier gibt es auch noch eine Schatzkiste in den Dungeon. Ist auch interessant. Hier gibt es auch so viele Optionen, wäre toll zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Also werde ich auf jeden Fall machen. Denke mal halt nach dem Trailer Princess Randomizer dann. So. Also ich würde jetzt nochmal da reingehen. In dem Raum mit der Lava habe ich was gehört. Okay. Der Jens möchte am Rad drehen. Okay. Let's go. Rolle ist nicht erlaubt. Okay, das ist... Oh, das ist ein leidiges Thema. Da muss ich echt aufpassen. Das ist immer ein sehr leidiges Thema. Die Rolle. Das ist nur ein Knopf. Und das mache ich halt so oft einfach aus Spontanität. Aua. Aus Spontanität. So. Nein. Okay, warte, dann brauche ich Bogen. Ich sehe die Überzeit kommen. wo waren jetzt die... Die Schatzkiste war im zweiten Stock. Die würde ich gerne auch noch holen, die Schatzkiste dann. Hallo? Da ist die Skulti, Leute. Was ist mit dem Ding los? Okay. Alles gut. Kann das sein, dass das Ding nur durch eine Schleuder getriggert wird? Kann das sein? Och man. Das Auge ist ein Fake-Auge. Oh, da komme ich auch nicht drüber irgendwie, oder? Nee. Oder warte, ich habe noch eine andere Idee. Vielleicht war das auch so. Wie viele Minuten hat er schon zusammen? Das ist eine gute Frage. Läuft. Ah, geh weg. Okay, wir wollen ja nur die Skulti haben. Vielleicht etwas geblockt, kann auch sein. Oder das Auge ist halt aktiv. Alter. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Yo, 100 Leute, wir haben sie. 100 Skultis. Wir haben die Hälfte. Alter, wir haben gerade mal die Hälfte. Aber wir sind immer noch nicht durch, Mann. Es geht weiter. Wir suchen immer noch Skultis. Okay. Nein, nein, nein. Bomben. Aber es geht immer noch nicht, oder? Doch, jetzt geht's. Okay. Dann war es doch einfach geblockt. Okay, wie sieht denn der Raum hier aus? Haben wir hier noch eine Skulti? Ich höre nichts. Also ihr meintet, im Raum mit der Lava ist noch eine Skulti. Also wo meinst du im Raum mit der Lava? Wo man gegen die Echsen kämpft? Im ersten Stock oder wie? Nein, nein, nein. Bomben. Wie Bomben. So, aua. Die paar hundert nur noch. Ah ja. Im zweiten Stock, da kämpfen wir auch mal gegen die Echsen. Okay, ich gehe mal im zweiten Stock gucken. Ach so. Das war wieder abrollen, ne? Im Sprung. Das zählt ja nicht.
Nee, da, wo du durch den Lavawasserfall... Okay. Da muss ich nochmal gucken. Aber wir müssen sowieso nochmal... Hat es gesagt, wo Herr Statue explodiert ist? Lol. Herr Statue. Okay, wir gehen nochmal gucken. Feuer frei. Ich darf hier wieder anvisieren. Ah, ich vergesse immer. Ich habe immer noch die alten Strafen im Kopf. Das macht's für mich manchmal so schwierig, ne? Weil ich denke immer, oh, ich darf ja immer noch nicht anvisieren. Dabei ist das alles okay. Aber rollen darf ich nicht. Okay, Leute, also. Wir machen einmal kurz den hier. Und weiter geht's. Kebo, hallihallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's? Endlich habe ich mal den Stream vom Zelda-Jungen geschafft. Oh Gott. Gerollt? Habe ich gerollt? Ich weiß es nicht. Ihr sagt eh immer alle ja. Stell dir vor, du würdest die Strafen sammeln. Das wäre tödlich. Aber ich glaube, das könnte man auch mal, auch mal als Strafe machen. Quasi so eine Strafe. Mach zweimal. Also wir haben eine Strafe, ich drehe, da kommt dann, dreh zweimal. Und beide Strafen werden quasi gesteckert. Das könnte man auch als Strafe machen. Könnte man sich mal überlegen. So, warte mal, wo war denn jetzt? Wir sind jetzt in dem Raum. Im nächsten Raum müsste es noch eine Schatzkiste geben. Was war das denn? Aber hier doch nicht. Nee, im Raum davor. Ah, okay. Ja, da irgendwo muss noch eine... Schatzkiste geben. Hängen wir schon wieder hinterher, scheiß Lackerei. Es tut mir leid, Teacher, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Wir müssten quasi da hinten rum irgendwie. Ja. Schatzkiste. Aua. Aua. Okay, wir gehen einmal hier hoch. Also. Wir könnten ja quasi auch hier lang, ne? Über den Rückweg. Das müsste auch funktionieren. Ach Mann, nee. Hier in dem Zwischenraum sind doch die Lava-Viecher, oder? Die Echsen. Die Kuh. So. Da hinten, Leute. Da hinten ist eine Skulti. So, jetzt ist die Frage, kann ich irgendwo das Feuer ausmachen? Oder brauche ich den Longshot dafür? Wie war es eigentlich mit den Kühen? Waren die auch rando? Ja. Also Kühe gibt es hier auf jeden Fall nicht. Was sollen wir in Discord schreiben? Longshot. Ach so. Ja, das wird wohl eine Longshot sein. Dann holen wir jetzt noch die eine Schatzkiste und dann verpieseln wir uns, oder? Okay. Ich hoffe es, dass der Longshot zu lang ist. Oder habt ihr noch eine andere Idee? Also ich denke, wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Hallo Kuh. Kuh ist der Endgegner. Kiste. So. Da drüben. Geh weg. Haben wir noch eine Kiste? Die haben wir uns noch nicht geholt. Warum auch immer? Die steht in Flammen.
Warum steht die Kiste in Flammen? Weil, wir haben damals mit dem, wir hatten damals die Feuerpfeile nicht und konnten das Auge nicht aktivieren. Das ist, glaube ich, der Grund, oder? Ganz easy eigentlich. Fertig. Alter Junge, ohne links war es ich. Was? Warum? So. Okay. Deswegen konnten wir die Truhe damals nicht holen. Ja, und jetzt müssen wir halt nochmal hier rein, wenn wir dann den Longshot... Oh, eine Flasche! Was? Hey, wie cool! Eine Flasche. Ja, nice. Okay, müssen wir uns merken, Leute. Wir müssen einfach nur mit dem Ding da einmal hochfahren. Mit dem Fahrstuhl quasi. Es ist schon ironisch, dass in der Lava irgendwas eingefroren ist. Und dann müssen wir hier einmal durchhüpfen und dann kommen wir direkt zu der Skulti. Also ich weiß nicht, ob ihr noch eine Idee habt, aber ich denke halt... Vielleicht bekommst du ja noch was, wenn die Geister... Oh nein, Geisterjagd. Willst du noch schauen wegen der Skulti? Also ich wüsste halt nicht, was ich schauen soll. Wenn ihr nicht sagt, ihr habt noch irgendwelche Ideen... Hätte ich gesagt, wir warten auf einen Longshot. Weil ich sehe hier aktuell halt keinen Schalter. Ja, wir können nach Kakariko gehen. Jens hat aber gerade auch den Kniff reingeworfen, dass wohl die Geisterjagd auch ein Thema sein könnte. Das ist auch richtig eklig. Jens, weißt du zufällig, wie viele Geister das sind? Na, meint ihr, in der unteren Etage gibt es irgendwie eine Treppe oder sowas? Also eine Leiter? Ich glaube, wir kommen da nicht durch, oder? Durch irgendeinen Trick? In der Wand mit Lava. Ja, ich denke mal, dass du die Skulti hier vielleicht gehört hast, wie die oben gekrabbelt hat. Weil die sind ja verbunden, die beiden Räume. Kirito, das könnte ich mir vorstellen. We can call Ghostbusters. Insgesamt müssten es 10 Geister sein. Also die großen Geister bei den Gespenstermarkt. 10. Oh Gott. Vielleicht rückwärts, Saldo. Klappt eigentlich auch nicht. Nee, ich glaube, wir werden das hier lassen und warten auf einen Longshot. Ich wüsste halt nicht, wie es sonst noch funktionieren soll. Leider nicht. Sorry, Leute. Habe ich keine Ahnung. Ja. Also, Jens, ist die Geisterjagd aktuell möglich? Oder schick doch einfach eine Krabbelmine los und guck, was passiert.